Ups. So, weiter geht's mit unserem Bücherkasten. Ich versuche wieder 21 Bücher zu finden, die ich spenden kann oder verschenken kann. Und damit wird wenigstens gleich alles ausgemistet und sauber gemacht und dann geht's gleich los. Ein Hundewelpenbuch. Das brauchen wir nicht mehr. Tarot, Liebe und Partnerschaft. Das geben wir weg. Nochmal ein Welpenbuch. Das haben wir drei. Die Nibelungen. Männer sind anders, Frauen auch. Super Buch. Gibt es, glaube ich, schon eine neue Version. Ich glaube, es gibt schon eine neue Version. Männer sind anders, Frauen auch. Das sehen wir. Drei uralte, englischsprachige Bücher. Boah, super altes Buch. Finden Sie Ihren Persönlichkeitsquotienten. Okay. Auch ein gutes Buch. Entrümpeln Sie Ihr Leben. Was machen wir? Ein Langenscheid Französisch-Wörterbuch. Feng Shui. Ich habe das schon mal begonnen, das Thema. Hundebuch. Okay, wir waren jetzt etwas zurück davon. Ich glaube, das habe ich nur zur Hälfte gelesen. Das war sehr gut. Vielleicht sollte ich das nicht mehr lesen. So. Das ist so nett. Das Schmetterlingsbuch. Ich glaube, das schenke ich dem Kindergarten. Das ist so nett. Ja, ich glaube, das schenke ich dem Kindergarten. Okay, das ist nicht mehr mein Feng Shui Buch. Das habe ich mir ausgeborgt. Das ist cool. Zierfische. Schauen wir mal, finden wir vielleicht mehr Tarot. Ist das fertig? Aber es gibt hier noch eine Lade. Sogar zwei. Unten sind nur Kinderbücher. Ist unser Tortentopper von Hochzeitstorte und alle Karten von unseren Freunden und allen Eingeladenen zur Hochzeit, damit wir sie nicht verlieren und falls wir wollen, können wir sie uns immer wieder ansehen. Das ist dieser Reaver-Rahmen, mit dem ich auch die Windeln mache und da haben alle Platz drin. Das ist voll nett. Also das kann man auch aufhängen später, aber wir haben es aktuell da stehen. So. Mein Mann ist ein bisschen Lego-Technik-affin. Oh, so hübsch. So hübsch habe ich von meiner Mama bekommen. Zur Geburt unseres Sohnes oder kurz vor der Geburt unseres Sohnes. Ups. Lieblingstiere und Stricken habe ich durch. Die werde ich verschenken oder vergeben. Das ist eines meiner absoluten Lieblingsbücher, Gwinner. Und ich wollte mir auch mal diese hübsche Schneeeule tätowieren lassen. Schauen wir mal. Ganz I got you.
richtige Bücher-Recommendation. Oh je, ich wachse von, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Hetty van der Witt und Franz X. Chloe. Das ist ein ganz tolles Buch, erklärt alle Sprünge von euren Kindern, von unseren Kindern. Man kann immer wieder nachlesen, es geht ab der 5. Woche nach der Geburt los und viele, viele Nächte, in denen ich gesagt habe, ich höre auf zu stillen, sie muss jetzt ein Fläschchen nehmen, habe ich hier nachgesehen und dann ging es mir gleich wieder besser. Das ist ein ganz großes Muss für neue Mamis. Ich linke euch das gerne unten rein. Buch 3 Minuten Geschichten zum Vorlesen Träumen von dem Ullmann Medien Verlag. Wichtelgeschichten. Ist auch nett. Kinderbuch. Das ist ein Mami-Buch. Das ist übrigens sehr lustig. Sehr gerne, Mama, du Arschbombe. Sehr lustig. Dann Schlafgut, Baby. Das habe ich mir ausgeborgt. Das muss ich zurückgeben. Auch ein ganz tolles Buch, Auf der Suche nach dem verlorenen Glück von Jean Lindloff. Das ist sehr, sehr toll. Es hat mein Mami-Dasein sehr verändert. Sehr verändert. Sehr, wirklich. Zum Positiven. Auch das habe ich mir ausgeborgt. Das war mein erstes Baby-led Weaning-Buch. Auch das ist sehr cool. Coole Autorin. Habe ich noch nicht gelesen. Und das ist auch sehr lustig für alle, die heiraten oder kurz vor der Hochzeit stehen. Das ist super lustig. Multitasking auch sehr witzig. Was ist das? Das habe ich mir eingepackt. Ah ja, 111 Gründe, Mama zu sein. Auch sehr lustig. Das ist übrigens meine Version von Bookcovern. 111 Gründe, Mama zu sein. Was denn? Vorsicht. Auch ein ganz tolles Buch. Leider nur auf Englisch erhältlich gewesen zu dem Zeitpunkt. Super cool, Mama. So! 21 Bücher! Ja, sie möchte jetzt nicht mehr warten. 21 Bücher, um zu spenden an den Kindergarten oder an irgendeine gemeinnützige Einrichtung. Und ich hoffe, ich konnte dich motivieren, auch ein paar von euren Büchern auszumisten. Der Frühjahrsputz steht ja immerhin an. Ich habe jetzt um mein ganzes Fach reduziert. Viel mehr Platz jetzt. Und oh, ich glaube, ich muss das mal hinstellen. Und ich wünsche euch alles Liebe und happy challenging, ne? Bis dann!